Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem F1-22-Projekt in der MyTeam-Karriere. Wir befinden uns in Mexiko. Die letzten zwei Rennen habe ich durchgängig simuliert, weil ich unter anderem in Singapur und in den USA ja mit meinen Lenkrad-Einstellungen überhaupt nicht klargekommen bin. Aber ich denke, das ist halb so wild. Da kann man jetzt hier nicht sehen. Ja, es hat sich auf jeden Fall viel getan, auch in der Entwicklung, und wir gucken mal, was wir denn heute hier rausholen können. Wir sind in der Entwicklung von dem Auto eigentlich Erster. 19.1. Ich sehe schon, wir bekommen unsere ersten Probleme. Die habe ich im Training nicht geschafft. Aber wir schauen mal. Bloß nicht in Panik verfallen, würde ich sagen. Ganz schön weit zurück. Mann! Uiuiui. Das war nicht optimal. Den Weg. So, möglicherweise zukünftiger Teamkollege. Bin noch nicht fest entschieden, aber entschieden, einen Fahrer aus unserer aktuellen Saison zu nehmen, um das Fahrerrotieren hier ordentlich loszueisen. Super, das war die schnellste Runde. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Allerdings haben wir im Mittelsektor ordentlich Gas gegeben. Oh, aber knapp vor Lando Norris. Genau, der erste Sektor ist richtig schlecht gewesen. Im zweiten Sektor sind wir richtig gut und im letzten Sektor. Wir haben viel auf Flügel gestellt, tatsächlich auch so ein bisschen. Gut, die werden alle noch einmal rauskommen. Die Frage ist, könnten die uns noch mal gefährlich werden? Oh, selbst Verstappen ist hier hinten, der kann auch drauflegen. Ich denke, eine Sekunde, das sollte passen. Guck mal ganz kurz, Perez hat nochmal nachgelegt. Da ist er 8000stel. Ich befürchte auch, dass die anderen ordentlich nochmal was drauflegen können. Und die fahren, ich glaube, fast alle nochmal raus. Das ist ja unfassbar. Oh, und selbst Button zieht noch an uns vorbei. Da geht also noch einiges. Ich meine. Und der erste Sektor war nicht optimal, aber eine 18-0 werde ich wohl nicht hinbekommen. Aber das ist tatsächlich die Tendenz, die unser Auto hat. Wir müssen damit ziemlich bald nach vorne kommen. Wir schauen uns mal den zweiten Teil der Qualifikation gleich an. So. Beiden Ferraris. Obwohl Sainz keine gute freie Runde hat. Perez wird verfolgt, Button wird verfolgt von Perez. Lass ihn mal schön zu Ende fahren.
Da kommen wir auch hin, das haben wir vorhin gesehen. Die Frage ist, kann man da noch was oben drauf legen oder nicht? Dieser Abschnitt war nicht optimal im ersten Recalling Stint. Da vorne schon wieder einer. Kann ein bisschen Luft verschaffen. Und er fährt sogar in die Box. Perfekt. Erster Sektor 28,9 von Tsunoda auf Platz 12. Erster Sektor läuft immer nicht ganz so gut für uns. Bisschen drüber geholpert, aber ich finde, das geht. Ja, da legen wir mal wieder zurück. Ja, das war auch nicht optimal. Das geht deutlich besser, da habe ich Zeit verloren. Ach Mann. Jo, das hat auch richtig Zeit gekostet. Wir müssen also definitiv eine zweite Runde fahren. Unter Druck fahre ich tatsächlich überhaupt nicht gern. Ein bisschen gucken, wir müssen noch eine dranhängen. Hinter Button. Eine 1.19.0 ganz genau. Werte 18.9. Nicht gut. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Besser laufen. Oh nein. Jawohl. Wird nichts. Ich krieg irgendwie die Kurven da irgendwie nicht so günstig. Und keine andere Wahl, wir müssen auch noch mal raus. Fällt mir schwer, das hier in einer Runde direkt auf den Punkt zu bringen. Wir können nicht in der Box bleiben, denn wir würden rausrutschen. Das ist hundertprozentig so. Jetzt die Nerven behalten. Ich weiß nicht optimal. Abgekürzt.
Letzten Sektor verlieren wir hier schon wieder. Komm, 4 Zehntel bitte. Überhaupt nicht gut die Zeit. Ja, hier steht jetzt Platz 1, aber mit dem ersten sind da schon deutlich besser gefahren. Aber ich krieg das hier nicht mehr auf eine Runde zusammengezaubert. Und auch da nur ein paar Tausendstel vor Hamilton. Leclerc, Sainz, Verstappen. Das ist so eng beieinander. So, hier geht es jetzt quasi um die Wurst. Noch zwei Reifensätze, die sind nicht benutzt. Hat eine schön freie Fahrt. Hoffentlich zaubert er mal hier richtig ein aus dem Asphalt. Auch nur 18,5, da komme ich schon gar nicht mehr hin. Alonso würde ich kriegen. Immer einen benutzten Reifensatz. Ah, es war nicht optimal. Das wäre schön, wenn ich es jetzt hier auf den Punkt bringe mit den benutzten Reifen. Das schaut echt schlecht aus, denke ich. Erster Sektor war schon immer nicht gut. Passt also. Nicht gut. Wie gilt es jetzt hier richtig gut zu meistern? Nicht optimal. Oh Mann. Ah, hoffentlich kriegen wir Button wenigstens, Minimum. Jo. Platz 7. Was die jetzt alle noch rauszaubern. Warten vorweg, das ist sehr schön. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick. Das nenne ich eine sehr gute Teamarbeit bei Ferrari und auch bei uns sieht man, das passt ganz genau. Verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Auch mal so meinen Teamkollegen geschlagen. Wenn's richtig zur Sache geht. Ja, und dann sehen wir uns mit den Highlights, also der Zusammenfassung des Rennens. Hier nun die Highlights vom Rennen von Mexiko. Wir haben im Gegensatz zu den anderen eine Zwei-Stopp-Strategie gewählt, die anderen eine Ein-Stopp-Strategie. Wir sind mit den roten Reifen gestartet. Perez und Verstappen auf Hard. Und wir versuchen mit den roten direkt von Anfang an Druck zu machen. Perez ist da sehr gut mit durchgekommen. Bottas war direkt von vorne an mit dabei. Ja, und ich habe von Anfang an versucht, gleich direkt Druck auszuüben, die Möglichkeit gesucht zu überholen.
Es hat nicht so ganz geklappt. Carlos Sainz und Hamilton, ja doch, Sainz und Hamilton waren immer ordentlich am Kämpfen. Da bin ich an Hamilton vorbei. Schade, dass man das nicht ganz auf dem Bild sieht. Und dann mache ich Jagd auf Sainz. Und da hatte ich dann das Problem, dass einfach die Reifen gut genug waren, um mitzuhalten, aber nicht gut genug, um an Sainz vorbeizukommen. So stand für mich schon sehr bald die Überlegung an, vielleicht doch in eine Box zu gehen. Hier sieht man nochmal, da war ich schon einmal so an Sainz so ein bisschen dran vorbei, aber es hat immer nicht gereicht. Ferrari hat Power ohne Ende. Dran war ich des Öfteren. Jo, da kam Hamilton nochmal von hinten. Das war nach unserem Boxenstopp. Wir haben die Mediums danach aufgezogen und der lief der Wagen richtig, richtig gut. Das war Tsunoda, bin ich der Meinung. Runde 34. Ich glaube, das war, wo ich die schnellste Runde wieder gefahren habe auf den Softs. Und hier die Zieleinfahrt. Relativ unspektakulär das ganze Rennen. Aber ja, letzten Endes Platz 4. Schnellste Runde gefahren. Button auf Platz 8. Ich denke auch ein recht ordentliches Ergebnis. Wie gesagt, unser Augenmerk liegt für die kommende Saison auf Danny Ricciardo oder Alonso. Und ich denke, Ricciardo wird es wohl werden. Übrigens, Perez. Sehr spektakulär gewonnen. Fahrt gestartet, auf Mediums weiter. Und Max Verstappen ist ausgeschieden. Und wir können gerade mal gucken, ob man das mechanisches Versagen. Also ich Vettel kurz verende. So, gucken wir uns mal die Rangliste an. Charles führt vor Max Verstappen. Das wird nochmal richtig spannend zum Ende der Saison. Sainz, Russell, Hamilton auch sehr dicht beieinander. Perez hat jetzt ein bisschen was aufgeholt. Die liegen immer noch vor Jensen Button. Und konstrukteursmäßig, ja, denke ich, haben wir uns auf einen guten vierten Platz platziert. Und so wird das auch in der Saison ausgehen. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Rennen. Das Like müsst ihr abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, tschüss und ciao.